Hallo, meine lieben Freunde der langen Dinger und willkommen zu The Endless Road, einer ganz langen Ding, einer ganz langen Straße. Wir fügen wieder unseren Code ein und laufen mal wieder weiter durch die Gegend. Ah, falscher Stein. Eigentlich wollte ich einen anderen Stein, aber gut. So wird es auch gehen. Die Steuerung kann ich noch. Wie schnell sind wir denn kaputt? Weiß nicht, ob es so gut war, mit einem Level 2 Stein zu spielen. Soweit ich weiß, ist der ja nicht ganz so gelevelt. Ah, doch, Level 4, aber Level 5 ist dann doch schon mal was anderes. Ja. Okay. Aha. Aber. Ah, das hier. So ein Schlag nach unten, okay. Kann man natürlich dann. Wie ging das nochmal? Ach ja, X, genau. Der Doppelsprung. Und der Dash, der ist auch noch da. Bisschen Geld. Und in den Kampf. Ja, komm, komm, komm her. Aua! Oh! Okay. Ich bin über den halben Bildschirm geflogen. So, ich gebe dir noch eine mit. Aber wir widmen uns wieder der Aufgabe. Alle Steine auf Level 4, 5, ja, 5 zu bringen. Bedeutet, der hier ist schon auf Level 5. Level 4 habe ich auch nicht die Punkte dafür. Und theoretisch kann ich jetzt einen von den beiden upgraden. Ich nehme mal ihn hier. Da habe ich nicht mehr genug für den, aber gut, das passt. Und theoretisch können wir mit Leertaste auch blocken. Wow, das ging schnell. Und tschüss. Und du auch. Tschüss. Da. So, okay, die Fledermäuse, die lässt man am besten einfach hinter sich. Die sind nämlich eigentlich ziemlich störend. Ah! Okay, jetzt wollte ich dieses eine Teil da nochmal mitnehmen, weil es gibt ziemlich viele Punkte dafür, dass man eigentlich nichts machen muss. Jetzt haben wir wieder 600. Zwar nicht genug, um ihn hier abzugraden, aber für ihn reicht's und dann reicht's auch nochmal hierfür. Gut, dann will ich jetzt erstmal alle Steine auf Level 5 bringen und dann. Sollte ich jetzt mal so ein richtig gutes Rennen haben, werde ich auch meinen Stein mal auf ein höheres Level bringen. Also meinen jetzigen Stein. Was ist jetzt los? Geld ignorieren wir jetzt mal. Die Fähigkeiten sind jetzt nicht so nützlich. Die kann man tatsächlich gar nicht so oft einsetzen. Wenn dann, ich glaube, sie bringen beim Boss, beim Endgegner, bringen sie so ein bisschen was. 300 heißt, wir sparen jetzt noch 500. Ich hätte nämlich meinen Stein gerne auf Level 6. Das wäre dann das maximale Level, glaube ich. Und danach können wir noch Angriffspunkte und alle anderen Punkte upgraden, separat. Okay, ihn auch noch. Teilweise treffe ich nicht so richtig. Boah. Habe ich das Gefühl. Aber wir haben schon wieder 2000 Diamanten. Und zack.
Genau, und sowas kommt dann am Ende bei raus. Heißt, ich müsste Z, X und das. Also ich müsste laufen. Z runter und X. Ah! Laufen, Z runter und X. Okay, bringt nichts. Okay, jetzt habe ich gegen zwei Ritter gleichzeitig. Und Schuss. Den ignorieren wir. Also das ignorieren wir. Und mit dem Dash dann noch einen Schlag hingekriegt. Wir haben 1000 Punkte. Zack. Ach, ist schon ein maximales Level oder wie? Aha, ich dachte, es geht auf Level 6. Okay. Und auf Level 4. Den Stein. Ach nee, kann ich jetzt nicht mehr. Den Stein nochmal auf das Level. Heißt, jetzt habe ich fast alle Steine, Level 4, Level 3, also fast alle Steine auf Level 4. Heißt, wir arbeiten jetzt daran, den. Oh, nein, nein. Jetzt habe ich den gelben Stein mitgenommen, den schwächsten von allen. Aber egal, mit dem werden wir auch noch Punkte machen. Ich meine, so schlimm kann es ja nicht sein. Oh. Okay, doch. Sowas in der Art habe ich mir irgendwie schon gedacht, aber. Gut, Punkte haben wir trotzdem gemacht. Okay, das sind schon gute Statistiken. Heißt, wir können gleich nochmal rein. Oh, noch mal nicht drin. So. Aber um dieses Portal, also wenn wir dieses Portal haben, müssen wir trotzdem noch eine bestimmte Anzahl der Strecke, eine bestimmte Länge der Strecke laufen, bevor wir zu diesem Punkt mit dem Portal kommen. Bedeutet, wir können da nicht, glaube ich, nicht ein, oder doch, doch, doch. Ich glaube, wir können einfach so von der Basis aus in das Portal rein. Aber Problem dabei ist, dass wir danach noch ein Stück in kompletter Dunkelheit gehen müssen. Heißt, dann sehe ich genauso wenig wie ihr. Und das wäre nicht so gut. Heißt, wir brauchen jetzt nur noch die letzten 700 mal 5, 3500 Punkte. Hoffe ich, dass das jetzt richtig war. Wenn nicht, dann wäre das peinlich. Theoretisch 3500 Punkte. Heißt, wir werden uns jetzt 3500 Punkte zusammensparen. Vielleicht mal ab und zu. Ne, ich meine, wir brauchen ziemlich alles, was wir jetzt machen wollen. 750 Punkte, das können wir also auch nicht machen. Heißt, einfach weiterlaufen. Zack, und dann strategisch, wenn er in den Bildschirm kommt. Zack. So, okay, das macht nicht wenig Schaden. Es ist schon mal gut, so ein Anfangs. Boost schon zu haben. Oh, wo schlage ich denn hin? Okay, aber wir haben zumindest 700 Punkte. Heißt, wir können. Was hätte ich denn gerne? So. 253. 302, 351. Aber dafür sind bei dem alle anderen ziemlich schwach. Und hier ist halt so eine Mischung.
Aber gut, jetzt sollten wir ein bisschen weiterkommen, pro Lauf auch ein bisschen mehr Punkte machen, heißt, es geht dann auch schneller. Das bringt's. Schuss. Und ran. Also, Tipp an euch. Ey, ich treffe ihn nicht. Jetzt habe ich total viele Leben durch den einen Gegner verloren. Aber wir machen ja neuerdings mehr Schaden. Heißt mein Tipp an euch, den Feinden entgegendashen. Dann dürften die eigentlich nichts machen können. Heißt, ihr habt auf jeden Fall schon mal Grundschaden. So, dann müsst ihr nicht mehr ganz so oft draufhauen. Und tschüss. Es wird schon merklich dunkler, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so ist. Aber wir haben schon 1437 Meter. Sehr viel weiter wird man wahrscheinlich gar nicht kommen, wenn man die Steine, also man muss die Steine upgraden, um weiterzukommen. Wenn man alle Steine hat, hat man das Portal. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann auch ohne Portal durchlaufen. Aber ich glaube, irgendwann ist halt Schluss mit den Upgrades und dann wird es schwierig. Also ich weiß nicht, ob es irgendwen gibt, der das Ganze ohne Portal durchgespielt hat. Also ohne ins Portal zu steigen. Was macht der denn? Das wäre nämlich schon nicht schlecht. Ah, okay, wir haben keine Attacken mehr zu lernen. Heißt, wir sparen noch 2000 Punkte. 2500. 2475. Um uns das Portal leisten zu können. Und dann wird es auf jeden Fall schwarz in der Gegend. Oh, die Fledermaus, aber ich habe den Gegner noch besiegt. Ah, 1300, okay. Theoretisch reicht es fast, um die ersten zwei abzugraden und dann wird es wahrscheinlich auch bald für die ersten drei reichen. Okay, 1400, 1450, 1408 und tschüss, 1500. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wer von meinen Abonnenten hier eigentlich zuguckt. Deswegen könntet ihr alle, wenn ihr gerade zuguckt, als Abonnent oder als jemand anderes, der gerade da ist, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben, dass ihr gerade hier seid. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wer da denn eigentlich so da ist von den Abonnenten. Wer da vertreten ist und wer theoretisch von anderen Leuten da ist, das kriege ich ja mehr nicht unbedingt so mit. Da ich ja mittlerweile 8 Abonnenten habe. Jetzt aber. Der hat mir gegeben. Aber ich weiß, bei teilweise manchen Abonnenten sehe ich nicht, wie der Name und der YouTube-Kanal von denen ist. Boah, der hat mir seine Keule ins Gesicht gehauen. Aber schon 4000 Euro. Diamanten, Geld. Oh, was ist da? Okay, mit dem Pfeil nach unten können wir sonst nichts machen. Und zack.
Ich würde den Dash gerne irgendwie mächtiger machen. Irgendwie schneller, stärker. Ich glaube, das würde uns weiterbringen, aber geht blöderweise nicht. Ich glaube, man kann keine einzelnen Fähigkeiten aufleveln. Finde ich eigentlich ziemlich schade. Und zack. Weil ich finde, das würde das Spiel ein bisschen, ja, ein bisschen besser gestalten. Nein, nicht unbedingt besser, aber. Also doch schon, aber interessanter vielleicht auch. Und der nächste. Und dann noch die zwei. Also alle Grundsteine haben wir schon auf Level 5. Unseren Stein, den wir benutzen, haben wir auf Level 5. Bedeutet, wir brauchen noch die zwei anderen Nicht-Hauptsteine oder gemixten Steine. Dann zack, zack, zack. Oh, da hinten ist nochmal. Oh. Und dann haben wir das Portal. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesehen. Soweit ich. Ja, doch, ich habe es schon mal gesehen, ja. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe es ja durchgespielt, also muss ich es ja gesehen haben. Aber da ich das jetzt nicht so auf den legalen Weg durchgespielt habe, also schon legal, auf dem normalen Weg durchgespielt habe, war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das dann wirklich gesehen habe. Aber die Darstellung ist auf jeden Fall cool. Nicht nur vom Spiel, sondern auch vom Portal. Der nächste Stein. Dann brauche ich nur noch einen. Und zack. Und der letzte Stein, noch die letzten 540, 546, 544 Punkte noch. Glaube ich. Falls das doch was anderes ist, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und 300 Punkte. Und 400. Okay, also wenn es bei jedem Lauf so läuft, dann haben wir bei jedem Lauf ungefähr 300 Punkte. Das heißt, wir sollten es im nächsten Lauf haben. Und dann wird's schwarz. Sehr schwarz. Nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern wegen dem Hintergrund. Aber ihr habt es, glaube ich, noch nie gesehen, dass ich blocke und das sieht dann ungefähr so aus. Man kann aber nicht unendlich lange blocken. Oh. Gerade. Sieht's gut aus. 900 Punkte durch so ein bisschen Fledermaus. Scheinbar geben Fledermäuse mehr Punkte, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich frage mich, warum hier überhaupt ein Preis steht, wenn man es nicht ableveln kann. Oder braucht man erst alle auf Level 5? Und da ist es. Bewegen kann ich mich noch nicht. Okay, da kann ich jetzt theoretisch rein. Na komm, wir gehen rein. Und tschüss. Das Portal nach Afrika. Ja, das ist das Problem bei denen, die haben sozusagen zwei Rüstungen, können springen. Heißt, wir besiegen ihn jetzt praktisch zum zweiten Mal. Ich springe nicht mehr weg. Und es wird wesentlich dunkler. Okay, die roten Ritter sind hier einfacher, die blauen Ritter bekommen danach nochmal Leben. Also, ihr seht aber, wir waren schon bei Distanz 728. Ich glaube, das wird aber nur ab dem Portal gerecht. Oh! Was ist jetzt passiert? Ey! Stopp!
Au, au, au. Ach ja, Z, 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 genau. Au, 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 au. Au. Okay, aber jetzt speichern. Schnell. Yes. Und dann kopieren, dann starten, dann laden. Und nochmal versuchen. Ja, perfekt. Okay. Upgrade. Okay, es wird mir immer noch angezeigt, das war das maximale Level. Heißt, wir können bald damit auch. Theoretisch kann ich mal versuchen, ab hier reinzugehen, aber ich glaube, ab da wird es einfach nur dunkler. Wenn man hier durchläuft, wird es nur dunkler. Und der Hintergrund wechselt sich, soweit ich weiß, auch nicht. Also es ist unmöglich, das ohne Portal zu machen, glaube ich. Also war meine Aussage von vorhin falsch. Ob es schon jemals jemanden gegeben hat, der es ohne Portal gespielt hat, das kann nämlich eigentlich gar nicht sein. Außen 200 Meter schon. Upgraden. Nee, geht ja nicht, ne? Geht immer noch nicht. Defensiv. 351 von 400. Das ist nicht schlecht. Also, so langsam werden wir wahrscheinlich genauso stark wie die blauen Ritter. Und die Fledermäuse hier machen auch wesentlich mehr Schaden. Ich glaube allgemein, die Gegner machen mehr Schaden. Die Fledermäuse schlagen schneller zu. Aber wir machen auch gut Schaden an den Blauen. Bloß haben die halt zu viel Leben. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Scheint ein Bug zu. Oh nein, ich habe es gestartet, ohne zu speichern. Gut, dann spielen wir nochmal von diesem Punkt aus. Ganz normal laufen. Der blaue Stein. Der blaue Stein ist zwar mittlerweile nicht mehr der höchstgelevelste, aber er hat, glaube ich, immer noch die besten Statistiken. Zumindest natürlich dann in Verteidigung und Schnelligkeit. Wenn man beides unterschiedlich betrachtet. 900, 960, 1014, 1074, okay. Sehr gut, und jetzt nicht ins Portal. Upgrade und dann wieder zu. Oder diesmal mache ich Schnelligkeit. Und dann gehe ich wieder den normalen Weg. Weil das Portal ist mir dann doch so ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, das funktioniert nur ein einziges Mal und danach kommt dann der Bug. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht gewollt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Das nehme ich aber noch mit. Ist das so eine Art Kriegshorn oder soll das eine Zielscheibe sein? Oh, ich dachte, ich wäre schon. Okay, und jetzt ganz, ganz langsam. Perfekt. Komm, ich gehe rein. In das dunkle Loch.
Oho. Na du. Tschüss und ja, schnell weg. Du auch noch, ja. Und tschüss. Und du auch noch. Tausend Punkte. Angriffspunkte. Das ist so ziemlich das Schwächste von diesem Stein hier. Aber tatsächlich sind jetzt gerade alle stärker als Verteidigung. Ja, und der Bug. Stopp, bitte. Nein, ich will hier raus. Stopp, stopp. Stopp. Oh nein, er will. Gib mir. Wow. Jetzt kann ich gegen den Boss kämpfen. Ist es dann vorbei, wenn ich gegen den Boss gekämpft habe, oder? Das wäre nämlich irgendwie blöd. Aber wir haben gut Angriffspunkte gesammelt. Okay, gerade mal 300. Ah ja, perfekt. Bin dran vorbeigelaufen. So, dann mache ich mal wieder den Weg hier. Ich bin mir nicht sicher, ob man in dem Video dann das überhaupt sieht, weil teilweise ist es so, dass YouTube das etwas dunkler überträgt, als es eigentlich ist. Ich bin mir nicht besonders sicher, ob ihr überhaupt alles seht. Kommen jetzt noch die 700 Punkte. Okay, das kriege ich nicht hin. Aber von 56 auf 600 ist nicht schlecht, heißt, wir sind auf jeden Fall gut. Der Charakter ist gut. Sein Arm. Seht ihr die Textur davon, seinem Arm, wenn er läuft? Das kann man nicht so gut zeigen. Aber da kommt dann immer so ein Pixel. Na, ich finde den Pixel-Look eigentlich ganz cool. Ja. Es hat schon was. Und die 900. Und die 1000. Och. 998. Wegen dem kleinen Betrag. Zack. Perfekt. 351. Alles. Ah, komm. Nein, ich wollte ich gar nicht. So. Der Defensivwert ist jetzt höher. Heißt, die Fledermäuse können uns gar nichts mehr. Okay. 600 Punkte. Damit können wir uns rein gar nichts leisten. Aber ich würde sagen, wir machen noch einen Lauf, einen Durchgang. Und dann werde ich die Folge mal beenden. Und gleich den blauen. Und tschüss. Ja, so, okay, das scheint nicht so gut zu laufen, aber ich glaube, die Gegner hier, die geben etwas mehr XP als die anderen Gegner, aber wir treffen auch relativ genau. Ach komm, jetzt mache ich noch einen, weil ich 1000 haben will und dann will ich defensiv. Okay, so. Und die 1000 Punkte sind erreicht. Die Fledermaus ist auseinandergenommen. Und der ist jetzt einfach. Okay, ist stärker geworden. Okay, 1200 Punkte.
Heißt, es bleiben noch 200 Punkte. Und defensiv. 439, das ist ein Wort. Was auch ein Wort ist, ist bis zum nächsten Mal. Das sind genau gesagt drei Worte. Aber was auch ein Wort ist, ist Tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und Tschüss.